Michelle, mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Juhr, ist eine deutsche Schlagersängerin. Ihr Leben und ihre Karriere waren voller Höhen und Tiefen und Liebeskummer, aber sie überwand die Schwierigkeiten und wurde eine der berühmtesten Künstlerinnen der Unterhaltungsindustrie. Michelle wurde am 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen, Deutschland, geboren. Schon in jungen Jahren hatte sie eine Leidenschaft für Musik und zeigte schon in jungen Jahren ihr Gesangstalent. Ihre erste Ehe endete unbefriedigend und führte zu Liebeskummer. Michelles Musikkarriere begann in den 1990er Jahren, als sie ihr Debütalbum mit dem Titel »Erste Sehnsucht« veröffentlichte. Dies war ein wichtiger erster Schritt für sie und dieses Album markierte Michelles Aufstieg zu Ruhm in der deutschen Musikszene. Allerdings verliefen Michelles Karriere und Privatleben nicht immer reibungslos. Sie hat in der Liebe mit Schwierigkeiten und Schmerzen zu kämpfen und ihre Beziehung hat viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Nachdem sie sich eine Zeit lang von der Bühne zurückgezogen hatte, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren, beschloss Michelle, 2009 mit der Veröffentlichung eines neuen Studioalbums zurückzukehren. Sie kam gestärkt zurück und setzte ihre Musikkarriere fort. Michelle hat viele Alben veröffentlicht und in ihrer Musikkarriere Erfolge erzielt. 2014 veröffentlichte sie das Album, The Ultimate Best Of, eine Mischung aus alten und neuen Songs. Das Album erreichte in vielen Ländern hohe Platzierungen in den Musikcharts und wurde in Österreich mit Platin ausgezeichnet. Michelle war auf Tournee und trat live auf der Bühne auf, um den Fans ihre Musik vorzustellen. Michelles Tatendrang und ihr Engagement haben ihr geholfen, Herausforderungen in ihrem Leben und ihrer Karriere zu meistern. Sie kreiert weiterhin talentierte und inspirierende Musik für Fans auf der ganzen Welt. Michelle ist ein Beispiel dafür, wie man Schwierigkeiten überwindet und weiterhin nach Erfolg in der Unterhaltungsbranche strebt. Im Jahr 2015 setzte Michelle ihre Songwriting-Arbeit fort und veröffentlichte ein Live-Album, begleitet von einer DVD für ihre Tour. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichte dieses Album Anerkennung und hohe Platzierungen in den Musikcharts. Ihre Karriere entwickelt sich weiterhin stark und Michelle bleibt eine der beliebtesten und beliebtesten Künstlerinnen in Deutschland und anderen Ländern. Michelle ist nicht nur für ihre hervorragende Gesangsstimme bekannt, sondern sie ist auch eine Künstlerin mit Seele und Emotion in jedem Song, den sie vorträgt. Sie drückte ihre persönlichen Erfahrungen und Emotionen durch ihre Musik aus, was sie mit ihren Fans verband und ihre Musik zu etwas Besonderem machte. Michelle hat in ihrem Leben und ihrer Karriere viele Ereignisse erlebt, aber sie hat sich ihnen stets energisch gestellt und ist weiterhin bestrebt, in der Musik erfolgreich zu sein. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement für die Kunst haben viele inspiriert und sind ein wichtiger Teil der deutschen Musikkultur. Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Juhr heißt, ist ein Beispiel dafür, wie man Schwierigkeiten überwindet und die Botschaft der Musik weiterhin an die nächste Generation weitergibt. Ihr Leben und ihre Karriere waren eine Reise voller Herausforderungen und Erfolge, und sie kreiert weiterhin hörenswerte und Le matin, je prenais encore l'enfant avec le gant là, je frottais le visage de l'enfant avec. J'ai dit, mais les gens qu'on reçoit chez nous, vraiment, il faut faire attention. C'est vrai que toutes les histoires que je raconte, je suis trop gentille, j'ai aidé beaucoup de gens. Je m'en vante pas, hein, mais c'est les gens qui arrivent chez toi qui foutent la merde. Et depuis là, je reçois même plus des gens chez moi. Comment quelqu'un... Et cette soeur-là, c'est quelqu'un de ma famille, on est du même père, voilà, c'est ça. Elle est âgée. Elle avait épousé un vieux qui avait déjà au moins 8 gosses. Donc cette dame-là, la première fille de mon père, elle a presque l'âge de ma mère. Ils ont peut-être 3 ans d'écart. Mais se comporter comme ça, j'étais déçue.
J'étais déçue. Mais sachant que, après, les choses reviennent, hein, ben, sachant que quand j'étais petite, cette dame-là était mariée. Elle me faisait laver ses culottes à elle. Elle prend ses culottes et tout, donc tu laves. Elle prend, tu laves ses culottes. Moi, je croyais que bon, c'est une grande soeur, c'est normal. Mais spirituellement, c'est après qu'on m'expliquait que c'était pas normal. Et moi, je trouvais normal, je peux même pas, j'ai même pas parlé de ça à ma mère ou à qui que ce soit. Bon, ma grande soeur m'a demandé de laver ses culottes, hop. Laver les culottes de son mari, hop, je lavais sans problème, quoi. Mais depuis que, voilà, j'ai grandi, j'ai connu Dieu, je prie, je commence à voir des... Mais c'était pas normal. Je sais pas si c'est pour maudire mes enfants ou quoi que ce soit, ou je sais pas. Mais... Et je l'ai sûrement tendu la main, hein. Je l'ai tendu, je me suis occupé d'elle. Hein. Mais quelqu'un qui vient prendre le gant de tes enfants, là. Mais même aujourd'hui, quand mes enfants, ils comprennent pas trop les phénomènes d'Afrique, je parle, je le fais.